Endlich mal wieder ein Heimsieg für den 1. FC Nürnberg. Am Ende stand ein 1:0 über den VfL Osnabrück. Darüber gilt es zu reden im Clubtalk, wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. An meiner Seite Chris Biechele vom Fachmagazin Kicker Sportmagazin. Chris, ein 1:0 Heimsieg gegen Osnabrück, gegen den Aufsteiger. Standesgemäß das Spiel aus deiner Sicht? Erstmal guten Abend, servus miteinander. Ja, standesgemäßes Ergebnis vom Papier her, aber ich fand die Leistung auch wirklich in Ordnung. Natürlich waren da ab und zu mal ein bisschen Längen drin, spielerisch, aber man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, 7 Neuzugänge, auch die schweren Wochen zuvor, die Spiele, die so holprig liefen. Und jetzt dann waren dann schon ein paar ganz gute Spielzüge drin und muss man sagen, es war ja hoch überlegen, vor allem dann in der zweiten Hälfte war es mehr als verdient. Osnabrück, man war gewarnt, die haben davor einen deutlichen 4:0 Heimerfolg gehabt. Ist es für einen Aufsteiger dann doch nochmal was anderes, daheim zu spielen, als auswärts, sage ich mal, dann doch beim großen Namen und in einem großen Stadion, nämlich hier in Nürnberg? Ja, ich denke mal schon, wer schon mal in Osnabrück war und dann auch Flutlicht und diese Bremer Brücke, also das ist schon ein spezielles Flair da und man hat schon gesehen, dass die gefährlich sind, genau was auch vorher der Club gesagt hat, wo er gewarnt hat, schnelles Umschaltspiel, der Zehner von ihnen war richtig gut unterwegs, also man hat schon sehen können und da muss man aber sagen, ich fand die Clubabwehr sehr, sehr aufmerksam. Man hat auch gesehen, wenn die dann kamen, bis auf einige Situationen, aber vor allem in der zweiten Hälfte, wo die Dreierkette sich dann jeweils immer auch gut gedoppelt haben. Also der Club hat dann schon auch dazu beigetragen, dass die gar nicht mehr so stattgefunden haben. Also wieder zurück zur Dreierkette und die hintere Miese ist gemäht. Ja, ich denke mal, ob Dreier-, Viererkette, es gab ja mal einen Clubtrainer, hat einen schönen Spruch gesagt, Dreierkette, Viererkette oder Schneekette ist scheißegal. So sehe ich es ein bisschen auch. Also es kommt immer ein bisschen auf den Gegner drauf an und man kann auch mit einer Viererkette spielen, weil das Prinzip, ob vier oder drei, ist das Gleiche. Ob ich in der Mitte zum Beispiel, wenn der eine Innenverteidiger geht auf den Mittelstürmer, dann muss der andere hinten eben reinrücken, doppeln, das ist aufmerksam sein. Das kann ich mit einer Dreier- wie einer Viererkette. Was ich an der Dreierkette relativ gut finde, dass ich halt, wenn ich sie offensiv interpretiere in dem Moment und meine zwei außen vorziehe, habe ich eigentlich immer vorne in Überzahl. Also und kann natürlich, wenn der Gegner drängt, kann ich ja aus dieser Dreierkette, kann ich letztendlich ja, habe ich eine Fünfer plus noch mal eine Absicherung davor. Deswegen finde ich eine Dreierkette eigentlich eine relativ intelligente und schöne Lösung. War es an diesem Sonntag für die Dreierkette auch eine angenehme Aufgabe, weil Osnabrück, sage ich mal, zärtlicher attackiert hat als Sandhausen jetzt, die ja doch schon sehr aggressiv waren? Das spielt sicherlich mit, natürlich. Man muss immer den Gegner bedenken. Aber ich glaube auch, dass diese ganze Mannschaft, das ist dann, wie gesagt, hin für Abwehrspieler meiner Meinung nach völlig egal, wie gesagt, Dreier, Vierer, aber es ist wichtig, wie die vorne mitmachen. Und da hat es ja beim Club gegen Sandhausen hat's ja überhaupt nicht gepasst. Da waren die Abstände nicht da, da konnten dann die Stürmer mit Dampf auf die Abwehrkette zulaufen und da schaust du immer schlecht aus. Und der Club war einfach in den Räumen präsenter, die ganze Mannschaft, und dann verteidigt sich's auch einfach hinten einfacher. Und das war, fand ich jetzt, der augenfällige Unterschied. Aber klar, Sandhausen hat man jetzt auch in Heidenheim gesehen, ja, haben gewonnen da, hatten eine Wucht. Muss immer sehen, der Gegner spielt sicherlich eine Rolle. Schaue ich mal hier in der Tabelle ein bisschen mit Sandhausen über Nürnberg, du hast angesprochen, haben in Heidenheim gewonnen, haben wir alle Sandhausen so ein bisschen in dieser Zweitliga unterschätzt oder machen die da wieder eine richtig, richtig gute Arbeit, weil vor der Saison haben die meisten gesagt, naja, ist eine Mannschaft, mit ganz hinten vielleicht nicht, aber zumindest Mittelfeld mehr ist auch nicht drin. Jetzt haben sie uns überrascht, also richtig überrascht. Und in Heidenheim zu gewinnen, wie du es ja schon angesprochen hast, ist sicherlich auch nicht so einfach. Ja, vor allem, ich habe das Spiel zwar überhaupt wirklich keine Sekunde davon gesehen, aber ich habe so ein bisschen eingelesen und gehört davon. Und da muss Heidenheim ja eigentlich auch keine Chance gehabt haben. Und es zeigt schon, und jetzt sind wir wieder Zweitliga-typisch, ist eine eingespielte Mannschaft. Die haben etliche, also eingespielt, haben ein paar gute neue dazu bekommen.
Und da kann man schon sagen, vielleicht wird Sandhausen dieses Jahr so ein bisschen die Überraschung. Also ich glaube nicht, dass die ganz vorne landen, aber warum nicht 5-6? Also das hat Heidenheim in der vergangenen Saison auch gezeigt. Da waren sie das Jahr zuvor, waren sie im Abstiegskampf, wurden dann Fünfter und Sandhausen so ein bisschen Euphorie gewachsen. Und wenn man sie gegen den Club gesehen hat und auch das, wie sie gegen Heidenheim, man dürfe ja auch das Pokalspiel gegen Gladbach nicht verkennen, da waren sie ja auch wirklich gut und hatten auch Pech. Also ja, mit denen ist durchaus zu rechnen unter den im ersten Drittel. Wieso nicht? Warum nicht? Aber für einen Aufstieg wird es nicht reichen. Am Sonntag haben wir letztendlich 15 Minuten obendrauf bekommen. 7 Minuten Nachspielzeit in Durchgang 1, 8 Minuten, also nochmal getoppt in Durchgang 2. Hat man den Eindruck gehabt, dass Osnabrück das richtige Liegen auf grünen Wiesen im Vorfeld trainiert hat? Müssen wir uns da öfter drauf einstellen, wenn Underdogs nach Nürnberg kommen? Empfandest du die Maßnahme dann dieser langen Nachspielzeit dann vom Verhältnis her angemessen? Oder ist das einfach Zweitliga-Fußball? Ja, ich glaube, ich muss mal Osnabrück ein bisschen verteidigen. Also ich glaube, war das keine Mannschaft, auch so wie ich es in der dritten Liga gesehen habe, die wirklich liegen bleiben und da Schauspieler drin haben. Man darf ja nicht verkennen, die haben 3 Verletzte gehabt, die mussten 3-mal wechseln, was sie nicht wollten. Also diese Abwehrspieler. Also das ist schon ein Indiz dafür, dass die tatsächlich, dass das nicht irgendwie, ja, wir legen uns jetzt mal hin, um die Uhr runterlaufen zu lassen, sondern da war ja tatsächlich was. Und in den letzten 70, also ab der 70. hat man gesehen, da sind die absolut, wie man sagt, auf dem Zahnfleisch gekrochen, weil die natürlich, da gebe ich dem Tune auch recht, die haben sich ja in alles reingeworfen, haben ja viel gekämpft, mussten auch mehr laufen teilweise als der Club. Und die waren dann einfach auch bei den Temperaturen, waren die einfach auch, sage ich mal, am Limit dann irgendwann. Und dann, wenn du halt mal auch gegen so einen Ochsen wie den Frei rennst, kann es halt mal sein, dass du dann einfach auch mal, ja, kurzzeitig mal liegen bleibst. Aber ich fand es jetzt nicht sonderlich unfair. Also es gibt ja so Teams, wo man genau weiß, okay, und man kennt ja auch die Spieler, die bleiben dann liegen. Aber das, glaube ich, muss man Osnabrück schon verteidigen. Du hast einen schon angesprochen, Neuzugang Michael Frei, wie unangenehm es für Osnabrück war an diesem Sonntag. Auch ein Mann, der hinten raus, den man dann schon angemerkt hat, dass das Spiel lange gedauert hat. Aber aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Debüt. Wie sahst du ihn? Was hat dir an ihm gefallen? Ja, ich kann dir nur beipflichten. Also all das, was der Club gesagt hat, und ich habe mich im Vorfeld ja mit dem René Weiler unterhalten, dem Ex-Club-Trainer, der als Schweizer natürlich den gut kennt und hat ihn so beschrieben. Und es hat also wirklich 1:1 zugetroffen. Also das ist schon einer, wo ich sage, ja, der hat dem Club tatsächlich gefehlt, so ein Typ. Und ich war auch erstaunt, weil ich hatte ja, wie ein Ochse, der sich reinstellt, aber ich fand auch, es schaut zwar dann ab und zu mal ein bisschen stacksig aus, aber wie er den Ball dann behauptet und wie er den weitergeleitet hat und auch runtergenommen hat, also technisch ist der auch nicht so schlampert unterwegs. Also ich finde, ja, der hat schon, der bringt was mit, was der Club nicht hatte. Und das könnte dem Club, oder das würde dem Club helfen. Die einzige Gefahr, die ich ein bisschen sehe, wenn du halt so einen davon drin hast, wenn du dann irgendwann mal als Mittelfeldspieler, als Abwehrspieler den Ball am Fuß hast und du siehst jetzt mal nicht irgendwie eine Lösung, dann sag, okay, da steht er davon drin, jetzt knalle ich den Ball mal hoch in die Mitte rein. Das könnte das Einzige sein, wo man sagt, ja, aber der, also hat man ja, hat jeder gesehen, wie der dem Club gut getan hat. Und als Lohn beim Kicker eine Note unter 3 zu kriegen, da muss man schon richtig gut am Platz unterwegs gewesen sein. Die 2,5 hat er dann, oder 2,5 hat er dann bei dir auch verdient. Ja, denke ich auf jeden Fall. Viele Bälle behauptet, viel gelaufen. Also das ist, sage ich jetzt mal, dass einer läuft und kämpft und ackert, das kann man einfach erwarten. Das sind Profis, die kriegen Geld dafür. Aber er hat es ja auch wirklich gut gemacht. Er hat die Osnabrücker Abwehrreihe absolut beschäftigt. Und ich glaube, das ist so seine Spielweise. Und ich meine, das hat der Clubtrainer ja gesagt, Kanadi, da können natürlich dann diese Hacks und Dovedans, die kleinen, technisch starken Spieler vom Club, die können dann mal haben dann die Lücken und können dann Fußball spielen und können da reinstoßen. Und bisher war es ja so, muss man auch sagen, vorne einfach, Michael Ischak war einfach nicht in der Form, nicht in der Verfassung, hat er unheimlich viele Bälle sofort verloren, Anspiel, Ball weg, sofort ging es wieder in die andere Richtung. Und jetzt hat er den Ball gehalten, die anderen konnten nachrücken und das war natürlich auch ein Schlüssel für diesen Erfolg.
Für mich, wer mir auch richtig gut gefallen hat, Robin Hack. Ja, war ein erfrischendes Element, hat auch sofort, was mir auch gefallen hat, hat man gesehen, er hat sofort in dem ersten Kontakt immer versucht, den Ball nach vorne mitzunehmen. Ja, hat einfach, und was mich so ein bisschen auch erstaunt hat, er hat ja ein bisschen eine andere Rolle eingenommen. Er war ja sonst, habe ich immer so auch als Flügelspieler wahrgenommen. Und diesmal war er ja eigentlich fast schon mehr so vor Geist direkt gespielt, mehr im Zentrum, ist immer wieder über die Außen. Und das hat man auch gesehen mit seiner Quirligkeit. Er hat mir richtig gut gefallen, ja. Und dann der Monsterhammer, der Geisi. Ich glaube, das Tornetz ist wahrscheinlich jetzt mit irgendwelchen Rissen noch ein bisschen mit versehen. Ordentlicher Strahl vom Johannes Geis. Normalerweise hat er sowas auch beim Freistoß. Jetzt hat er mal einen aus dem Spiel direkt gepackt. War dieses Tor, dieser Schuss, diese Situation der Unterschied pro Club für die 3 Punkte? An dem Tag ja. Wobei, wenn man jetzt was Negative wieder sehen will, da kann man nur sagen, schade für einen Club, dass er überhaupt so eine Aktion gebraucht hat, um zu siegen, weil die Gelegenheiten waren einfach da und man, das müssen sie irgendwann auch abstellen, weil es wird nicht immer dieser Chancenwucher oder auch, es waren ja auch nicht immer so klare Chancen, aber man kam gut durch und dann hat der letzte Ball gefehlt, das letzte Quäntchen und dann hat es dann eben so einen wie den Geiss bedürft, so ein Hammer. Und ich meine, auch der VfL-Trainer hat ja gesagt, da sieht man dann halt schon die Qualität von ihm. Und der hat natürliche Qualität. Der hat nicht umsonst mal 10 Millionen Euro gekostet. Und dass der gut Fußball spielen kann, das hat man ja auch schon beim Nachbarn gesehen. Und dass der einen ordentlichen Schuss hat, ob jetzt mit beiden Füßen, obwohl es ja sogar sein Falscher war, sieht man ja auch bei den Standards. Seine Standards sind ja auch die Wucht, wenn der die so reintritt, ja. Geis, überragend am Feld und jetzt überlassen wir ihm einfach das Wort. Ja, wunderschön, also super Gefühl. Es war jetzt, glaube ich, nach 3 Jahren mein erstes Pflichtspieltor wieder. Und wenn man gesehen hat, wie die Fans ausgerastet sind, wie Ballast von uns allen abgefallen ist, umso schöner. Und ja, wie gesagt, super Gefühl. Ja, meine Familie und Freundinnen und Kumpels sagen immer, ich habe einen guten Schuss und soll auch mal schießen. Und da war der Platz perfekt, Dove liegt perfekt drüber und dann habe ich die kleine Lücke gesehen und dass dann der Ball so perfekt ins Tor geht, wunderschön. Und ja, wie gesagt, mich freut es einfach für die Mannschaft, für alle und dass wir dann auch den Sieg eintüten konnten. Ja, ja, war enorm wichtig, auch nach dem Spiel gegen Sandhausen, wo wir ja nicht so da waren und vielleicht nicht so die Leistung auf den Platz bringen konnten. Aber ja, wie gesagt, man hat einfach das Gespür gehabt, dass da was drin ist gegen Osnabrück. Und brauchen wir auch gar nicht drüber rumreden. 3 Punkte wollten wir eintüten, haben wir gemacht. Und ich denke, man hat dann am Ende gesehen, wie wichtig das war, dass wir aber auch als Mannschaft so gefightet haben und nichts zugelassen haben in der zweiten Halbzeit. War schon ja, sehr gut von uns. Und ja, ein Lob auch ans Trainerteam, die ganze Woche mit uns auch viel Kopfarbeit gemacht haben. Und das hat die Mannschaft gebraucht. Und wie gesagt, dann haben wir sie belohnt und die Fans belohnt. Und ist umso schöner dann, am nächsten Tag dann natürlich auch hier zu stehen und dann über schöne Dinge zu reden. Ja, ja, also wie gesagt, wenn man gesehen hat, in Sandhausen haben wir kein gutes Spiel gemacht. Da waren wir einen Punkt eigentlich auch dran, haben dann noch ein Tor bekommen. Im Pokal sind wir eigentlich ja, souverän weitergekommen. Wer sieht, Ingolstadt ist auch eine sehr gute Drittligamannschaft. Ja, wir sind einfach in der Findungsphase. Wir haben gestern 7 Neuzugänge auf dem Platz gehabt. Das dauert und das wird auch noch länger dauern. Und da wird es einfach Auf und Abs geben, aber wir als Mannschaft stehen da zusammen, wir sind super drauf, coole Jungs, super Jungs in der Truppe und da müssen wir uns finden und so Erfolgserlebnisse wie gestern, die schweißen da natürlich noch mehr zusammen und ja, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wir müssen da einfach weiter hart arbeiten, das ist ja gar keine Frage, die zweite Liga ist einfach nicht einfach, aber wir sind da auf einem guten Weg, denke ich, dass wir da zusammenwachsen und ja, es wird ein paar Spiele noch dauern, aber wie ich schon gesagt habe, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Soweit Johannes Geis, sympathischer Kerl, der Mann, der uns sicherlich, Chris, auch auf dem Feld weiterbringen wird. Ja, schon ein paar Takte her gesagt, guter Fußballer, gutes Auge,
kann einen guten Ball spielen, ist zwar nicht der Allerschnellste, aber man braucht nicht 11 Sprinter im Team. Und gerade in der Position für die Spielstärke von hinten raus einen guten Ball zu spielen, auf jeden Fall ein Gewinn, hat man ja gleich gesehen, Standard sowieso, jetzt das Tor auch noch. Und er wird vielleicht auch nochmal das ein oder andere auspacken aus der zweiten Reihe, war ja auch so ein Schwachpunkt in der letzten Saison. Ich wüsste gar nicht, haben wir überhaupt ein Tor aus der zweiten Reihe geschossen? Mir fällt keins ein so schnell jetzt. Ja. Wenn dann wahrscheinlich Pereira, der mal mit dem Dribbling. Ja, aber auch der war, Pereira war schon auch einer. Natürlich auch das Tor gegen München, aber es war ja auch im 16er. Aber dass mal wirklich einer aus 20, 25 Meter geschossen hat, war eher selten. Und das ist, und der hat schon, ja, vor allem auch sein linker und rechts, also einen guten Schuss, ja. Einer, der aus meiner Sicht überraschend nicht in der Startformation stand, ist der Mann, der normal die Mannschaft mit der Binde aufs Feld führt, Hanno Behrens. Die Maßnahme, wie sie der Trainer erklärt hat, die richtige Maßnahme aus deiner Sicht? Der Trainer muss das wissen, der entscheidet es. Und man muss ja auch ganz definitiv sagen, ja, der Hanno war nicht in der allerbesten Verfassung. Das Einzige, was ich schon ein bisschen witzig fand, die Begründung, der Club will ihn vor der bösen, von dieser harten Kritik von außen schützen, weil die war ja eigentlich gar nicht so hart. Alle haben dem auch mal zugestanden, okay, auch der Kapitän, der ein, zwei Jahre vorausging, der kann auch mal eine Schwächephase haben. Und er hat natürlich auch darunter gelitten. Er war kein Mensch. Ich habe ja auch alle anderen Zeitungen gelesen, waren sich alle einig. Es lag nicht an Hanno Behrens Sandhausen oder auch gegen Hamburg. Da war die ganze Clubmannschaft schlecht. Er ging halt dann nicht voraus. Aber er hat auch darunter gelitten, gerade als Mittelfeldspieler. Hans Sandhausen, Abstände waren zu groß. Er wusste gar nicht, was soll er jetzt machen. Seine Stärke ist, wenn er mit Dampf drauf geht, auf eine Abwehrreihe nochmal nachstoßen kann, nachsetzen. Da ist er richtig gut. Er wusste, ich habe auch gesagt, was spielt er jetzt? Ist er ein Sechser, ist er ein Achter, ist er ein Zehner? Und genauso verunsichert hat er teilweise auch gespielt. Aber es lag nicht am Hanno an sich. Aber es ist auch legitim. Fußball hat sich verändert, dass man sagt, da sind 11, die sind gesetzt. Und da würde ich dem Trainer auch überhaupt nicht widersprechen. Auch auf einer Bank, wenn einer mal jetzt auf der Bank sitzt, bleibt es einfach ein sehr wichtiger Spieler. Und wenn der dann von der Bank kommt und Dampf macht, dann ist es absolut, ist es ja auch wichtig. Und es ist ja die Kabine, es ist Training, wie spricht er die Kollegen an? Und ich bin mir sicher, der wird auch wieder spielen. Also das ist, ich finde, ja, ist in Ordnung. Und man muss da auch nicht mehr reindeuten, als es vielleicht ist. Aber nur, wie gesagt, die Begründung fand ich ein bisschen witzig, weil die Kritik von außen, also entweder habe ich es nicht mitbekommen, aber ich fand nicht, dass die jetzt so übermäßig hart war. Also Kritik hin oder her, es ist ja so gelaufen, zumindest sind die 3 Punkte mal da und der Blick auf die Tabelle schaut wieder etwas freundlicher aus. Jetzt schauen wir mal den Saisonverlauf an. Dresden gewonnen, dann Hamburg UFT Cup. Im Pokal gewonnen, dann in Sandhausen nicht gewonnen, sprich verloren, jetzt wieder gewonnen. Folglich braucht man gegen Heidenheim gar nicht ins Stadion gehen oder gibt es nochmal was Verrücktes? 2 Clubsiege am Stück. Ja, ich denke mal, die Voraussetzungen sind gut. Meine zweite Liga ist immer so ein bisschen Überraschung, es kann immer was passieren, aber wenn man jetzt den Trend sieht, Heidenheim ist zwar ein angeschlagener Boxer, die haben jetzt zweimal hintereinander, was ihnen auch schon lange nicht mehr passiert, die haben in Dresden richtig schlecht gespielt, also da habe ich Phasen, habe ich einiges gesehen, da waren sie chancenlos, müssen gegen Sandhausen ähnlich schlecht gespielt haben, also haben sich ja auch selber die Selbstkritik, die aus Sandhausen, von Heidenheim kam, von den Spielern war ja auch, die haben sich ja auch richtig schön, wie man sagt, selber in den Senkel gestellt. Also die sind richtig angenockt und der Club ist im Aufwind. Also ich würde jetzt mal da auf einen geschmeidigen Dreier tippen. Also du meinst, aller guten Dinge sind 3. Damit meine ich, Sandhausen verwachst sich zum 3. Mal am Stück. Allerdings, Frank Schmidt ist schon einer, der auch immer wieder gezeigt hat, dass man Böcke umstoßen kann. Und Schnatterer, also Sandhausen,
an sich sind die nicht so ohne. Natürlich, also unterschätzen, um Gottes Willen. Also nicht, dass man denkt, oh ja, die haben jetzt zweimal verloren, zweimal schlecht gespielt. Dann geht ins Stadion raus und dann sieht man einen Club, der jetzt da diese Heidenheimer herspielt. Also das muss auch ähnlich konzentrierte Leistung sein, auch in der Defensive absolut aufpassen, aufmerksam sein. Und dann wieder, es kann auch ein Geduldsspiel wieder werden. Weil eins ist klar, der Frank Schmidt, der ist geladen, bin ich mit Sicherheit, nach diesen zwei Spielen. Und was gibt es dann auch schöner nach zwei Spielen, wenn man irgendwo hinfährt, wo man eigentlich dann Außenseiter ist, gegen den großen Club im Stadion, im fremden Stadion, da mal einen rauszudonnern, wo keiner was erwartet von einem unbedingt. Da ist eigentlich dann so ein Heimspiel gegen Sandhausen, wo dann auch in Heidenheim mittlerweile die Erwartungshaltung so ist, die schlagen wir, das gewinnen wir. Und sie müssen das Spiel machen, ist das gegen Club einfacher. Also es wird auch keine einfache Kiste, aber ich glaube trotzdem, dass der Club das packen wird. Weil die Mannschaft zu langsam versteht, was der Trainer will. Ja, auch weil sie, erst, ich meine, so schwierig ist es ja nicht, aber die Mannschaft selber auch ein bisschen ein Stück weit zusammen wächst, ja, auch weiß, wie der ein oder andere zu spielen hat oder wie er angespielt werden muss. Und auf der anderen Seite, ja, das ist einfach auch, Fußball ist immer auch eine Tagesform, ist auch eine Sache vom Selbstvertrauen. Und man traut sich dann auch einfach mal diesen riskanten Ball also mehr zu spielen, wenn ich einfach so ein Erfolgserlebnis habe. Schönes Beispiel war Sörensen. Der hat gegen Sandhausen, der hat so einen Ball nach vorne, der relativ scharf kommt, auf die Außenbahnen gespielt. Gegen Sandhausen, das sind zwei Dinge, die sind dann sofort ins Tor ausgegangen. Und gedacht, was hat denn jetzt, war das ein Torschuss oder was hat er da vorgehabt? Und jetzt am Sonntag in der Schlussphase sind zwei dieser Dinge genau gekommen, die dann wirklich dann auch als gute Vorlage waren. Das sind halt so diese Momente, wenn ich das Selbstvertrauen habe und einfach so ein bisschen mit breiter Brust spielen kann, dann traue ich mir das zu und dann kommen die Dinge auch. Also wir sind in Nürnberg wieder ein bisschen zuversichtlicher nach dem Heimsieg über Osnabrück. Schauen wir mal abschließend noch kurz auf die Restliga. Hamburg marschiert vorne weg, war zu erwarten. Stuttgart hat schon die ein oder andere Feder gelassen. Für mich, naja, nicht ganz so zu erwarten. Und Bielefeld schwimmt da oben mit. Ja, hatten wir auch schon mal gesagt. Für mich jetzt auch keine Überraschung. Das ist die beste Mannschaft in der zweiten Liga seit 2019. Wenn man also nur die Spiele nimmt, da waren sie Erster und sie knüpfen an das an. Und die haben halt auch einen Vorteil im Vergleich jetzt zum Beispiel zum HSV, zum VfB und auch zum Club und auch natürlich zu Hannover, die sich ja auch richtig hart tun. Sie sind eingespielt. Das ist nahezu die identische Mannschaft. Haben noch 3-4 gezielte Neuzugänge dazu. Ist eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss. Also die schätze ich hoch ein, wobei man auch da jetzt abwarten muss und das wird auch die Nagelprobe für sie, wenn sie gegen die großen vier in Anführungszeichen, wenn sie auf die treffen. Dann sieht man, wie weit wird es für die Arminia reichen in dieser Saison. Jetzt muss ich auf dem Abschließend nochmal ein Abschließend obendrauf setzen, weil es mich einfach noch abschließend dann in diesem Falle auch echt interessiert. Jetzt haben wir nochmal zwei neue gekriegt beim Club. Jetzt ist der Kader ja schon, viele sagen XX Large. Kann das ein Problem werden? Müssen wir noch was tun? Transferfenster schließt ja. Also wir hätten noch Zeit, den einen oder anderen Spieler abzugeben. Aus deiner Sicht sinnvoll oder ist das jetzt so die Kombo, wo man sagt, bis zum Winter gehen wir so durch? Ja, ich denke mal, der Sportvorstand hat es ja auch schon betont, dass er versucht, Spiele abzugeben. Wir hatten ja auch schon mal über die Finanzen, die ja im Augenblick richtig gut aussehen, aber man muss ja auch mal schon ein bisschen weiter gucken. Und also da ist dieser große Kader auch vom Gehalt her schon ein Stück weit ein Problem. Und ich finde auch, zu großer Kader kann immer ein Problem werden. Ich meine, im Augenblick relativiert sich es ein bisschen durch diese Langzeitverletzten, die man hat oder die länger ausfallen. Misicjan, der länger weg ist, es ist der Schleuser noch nicht da und Strelak ist noch nicht da. Aber wenn die dann alle mal wieder dazustoßen, ja, dann wird es gerade im Sturm, in der Offensive, wird schon eng. Jetzt hat man Knöll schon abgegeben. Also ich denke mir schon, also der Club wird kein Problem haben, wenn er noch 3-4 Spiele abgibt. Auf der anderen Seite ist halt auch so,
die haben laufenden Verträge und die werden sich auch genau überlegen, ob sie gehen und auch, ob das Gehalt dann stimmt. Und vom Hof jagen kann sie der Club nicht. Also ich bin mal gespannt, wen er noch wegbringt. Und ja, ich meine, ein Kandidat fällt mir zum Beispiel ein, der eigentlich so überhaupt nicht genannt worden ist, der anscheinend auch wenig Chancen hat, das ist ein Petrak zum Beispiel. Da wurde erst vor kurzem der Vertrag verlängert. Alle haben immer das Gleiche gesagt. Man sieht dann vom Potenzial, boah, sind immer Momente dabei, wo man denkt, boah, richtig guter Mann, was der alles kicken, wie der kicken kann. Aber irgendwie bringt das nicht dauernd auf den Rasen. Also ich habe mal so einen Vergleich gemacht, der kommt mir vor wie so ein Porsche, der mit einem gedrosselten Motor durch die Gegend fährt. Und das, der konnte er immer irgendwie nicht ablehnen. Und im Augenblick kann ich mir nicht vorstellen, wo will der mal irgendwie spielen. Jetzt hat man hinten einen Engpass gehabt. Ja, mit Geiss wird einfach schwierig für ihn. Andererseits Vertrag verlängert und der ist beim Club, ist mit Sicherheit einer derjenigen, der auch richtig ordentlich verdient. Und der wird jetzt auch nicht einfach weggehen und sagen, okay, dann gehe ich dahin und tue dem Club einen Gefallen. Also es muss dann für alle Beteiligten passen. Und das wird natürlich schon ein bisschen schwierig. Aber ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Ich sehe schon, wir haben einiges Spannendes in Zukunft zu diskutieren. Natürlich schauen wir dann auch drauf, wie sich der Club gegen Heidenheim schlägt. Dann natürlich mit Ende Transferfenster, ob noch was passiert. Von Neuzugängen kann man jetzt eher nicht davon ausgehen, aber Chris hat es ja schon angesprochen, den ein oder anderen Namen mit ins Spiel gebracht, der vielleicht den Club noch verlassen wird. Das war es jetzt auf jeden Fall mal. Der Club hat 6 Punkte nach 4 Spielen. Wir sind damit halbwegs zufrieden und damit einen schönen Abend. Servus und tschüss. Servus.